Das ganze Auto ist einfach komplett perfekt, Mann. Es gibt Motorräder, die lassen sich nicht auf 9000 hochdrehen und das ist ein Auto. Was Honda eigentlich echt machen könnte, wenn sie keine S2000 wiederbringen wollen, sie können eine S1000 bringen. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Was geht? Wie geht's? Wie steht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es blendend bei so einem schönen Wetter. Blitzen wir etwa? Eine Schulung zum Blitzen gab's wohl. Sollen wir uns blitzen lassen? Na, lieber nicht. Ich habe keinen Fahrzeugschein mit dabei. Ansonsten gibt's noch Ärger. Yo. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Digga. Sogar mit der geilen Lackierung. Digga, ist der fett. Vor allem, boah, diese Lackierung ist halt so unnormal geil bei Maybach, dass es nicht mehr lustig ist. Mein, gebt euch das, diese zwei Farben, dann noch diese zwei so geilen Farben. Die Felgen, das ganze Auto ist einfach komplett perfekt, Mann. Der ist geil. Aber kommen wir doch zum Thema Autos, wenn gerade eben schon der Maybach so neben uns stand. Das gestrige Video ging ja eigentlich nur um Autos und ich habe es jetzt gerade eben noch fertig geschnitten, auch alles hochgeladen. Und dort ist mir halt wirklich aufgefallen, was für ein geniales Auto dieser Honda S2000 war, Mann. Das Ding ist vor 20 Jahren rausgekommen. Innen sieht man es ihm an. Also wenn man im Innenraum ist von diesem Auto, ich habe mir heute ein paar Videos von dem angeschaut, sieht man es ihm an, das Alter, auf jeden Fall, ja. Aber von außen, wenn man euch dieses Auto hinstellt und sagt, Bruder, das Auto ist aus dem Jahr 2000, das glaubt dir kein Mensch. Es sieht einfach auch nach 20 Jahren immer noch so gut aus. Von der Leistung jetzt ganz zu schweigen, ne? Ein Vierzylinder mit 260 PS. Natürlich jetzt mit den ganzen neuen Sportwegen, ich sehe einfach mal, oder diese Turbo-Hatches, ist sowas normal, aber wir müssen wieder zurück überlegen, das war 20 Jahre her. Und eine Redline von 9000 Umdrehungen. Bruder, es gibt Motorräder, die lassen sich nicht auf 9000 hochdrehen und das ist ein Auto. Ein Auto, was du auf 9000 Umdrehungen hochjagen kannst. Von daher, nicht überrascht sein, wenn auf einmal in einem Jahr oder so ein S2000 bei mir vor der Tür steht. Und wenn ich jetzt schon so über den S2000 schwärme, dieses Tacho. Bruder, ich glaube, das ist eins der wenigen Autos, was so ein Tacho durchziehen kann. Die sind einfach zu Kawasaki gegangen, haben gesagt, Bruder, können wir bitte den Tacho von eurer Ninja benutzen? Und Kawasaki so, Bruder, gönn dir. Es ist einfach der Tacho aus der Ninja. Also nicht der, sondern der aus der, ich glaube, ZX10R oder 6R. Ich weiß es nicht genau. Natürlich nicht 1:1, aber schaut euch die beiden Tachos an und dann sagt mir nicht, dass sich einer von beiden hat inspirieren lassen vom anderen. Eigentlich müsste es ja andersrum sein, ne? Ich glaube, die Kawasaki ist erst 2006 so rausgekommen. Also ist Kawasaki zu Honda gegangen und hat gesagt, Bruder, dürfen wir? Und die so, gönnt euch einfach. Das war einfach Next Level, wie die gedacht haben. Die so, wir bringen einen Tacho raus, den die in 5 Jahren in Motorrädern benutzen werden. Und der Chef von Honda so, Bro, ja, Mann. Instant Gehaltserhöhung bekommen. Mir ist jetzt gerade eben aufgefallen, weil ich an dem Range Rover wieder vorbeigefahren bin. Ich habe in irgendeinem Video mal gesagt, boah, es fahren voll viele Range Rover in der Stadt rum. Das ist doch nicht normal. Ja, moin. Gestern im Video nicht einen einzigen Range Rover gesehen. Ich glaube, 50 Autos habe ich aufgezählt. Nicht einer davon war ein Range Rover. Bruder, muss ich los. Oh, mir ist gerade eingefallen, was Honda eigentlich echt machen könnte, wenn sie keine S2000 wiederbringen wollen. Sie können eine S1000 bringen. Einfach den Fireblade-Motor in Auto reinpacken und gib ihm, Digga. Da, Honda. Die Idee könnt ihr einfach so benutzen. Ich will gar nichts dafür haben. Nur das Auto soll kommen. Einfach ein 1-Liter Auto mit 200 PS, was komplett ist. Also auf einer Skala von 1 bis komplett lost, ist es komplett lost. Ach man, jetzt ist das Licht gerade, dass man den Touareg vorne nicht richtig sieht. Aber Jungs und Mädels, der sieht doch besser aus als ein Q7. Von hinten, von vorne, von überall ist es einfach ein ganz klares Upgrade. Ja, 1000-mal besser.
Also Audi und VW, da habt ihr euren Designer komplett durchgetauscht, glaube ich, für dieses eine Auto. Und das hat Audi gar nicht gut getan. So, YouTube, verabschied mal uns, oder? Gestern mussten wir alles auf schnell machen, heute? Wir haben Zeit, Digga. Wir gönnen uns eine anständige Verabschiedung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, indem ich eigentlich größtenteils nur über den S2000 geschwärmt habe, was für ein geiles Auto das ist, weil es halt wirklich ein geiles Auto ist. Falls irgendeiner einen S2000 hat und sagt, hey, willst du ihn fahren oder willst du ihn kaufen? Ne? Ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wie sehr ich über ein Auto geschwärmt habe, könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Mir hilft es extremst weiter, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst, um mit meiner Message noch mehr Leute zu erreichen. Und euch schadet es nicht. Ein Like ist ein Like. Das könnt ihr eigentlich immer geben. Und ein Abo, ihr müsst ja nicht mal die Glocke aktivieren. Wenn ihr die Glocke aktiviert, seid ihr natürlich die größten Ehrenmänner, die es gibt. Wenn ihr euch aber denkt, was für ein elendiger Hund, ich abonniere ihn nur, damit die Statistik kaputt geht, er viele Abonnenten hat, aber keine Klicks, dann könnt ihr auch die Glocke auslassen. Und wenn ich dann irgendwann in 20 Jahren wieder zurückerinnert, hey, ich hatte doch da einen abonniert, der hieß nicht Dani, schau mal doch mal rein, werdet ihr sehen, ich habe viele Videos hochgeladen. Hey, die könnt ihr dann auch anschauen und auch liken. Ansonsten bleibt mir gesund, YouTube, genießt das schöne Wetter. In München ist es zwar ein bisschen komisch aktuell, aber wenigstens regnet es nicht. Ich hoffe, bei euch ist es besser. Bleibt mir gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yalla!